Ein Interface oder auf Deutsch Schnittstelle ist eine Spezifikation der äußeren Form von Funktionsbausteinen. Das heißt, ein Interface gibt nur eine Beschreibung, welche öffentlichen Methoden und Eigenschaften ein Funktionsbaustein haben soll, macht aber keine Vorgaben für deren Ausgestaltung. Die konkrete Programmierung der Methoden und Eigenschaften muss dann in FBs erfolgen, die das Interface implementieren. In diesem Video zeige ich euch die wichtigsten Grundlagen zu Interfaces. Also, wie ihr ein Interface deklariert, wie ihr Funktionsbausteine erzeugt, die ein solches Interface implementieren, und natürlich erkläre ich euch auch, wozu ihr dieses Konzept praktisch anwenden könnt. In dem Beispiel, an dem ich euch das Konzept von Interfaces erklären möchte, geht es um die Anzeige eines Integer-Wertes. Und das Ganze werde ich wieder an diesem Demo-Rack veranschaulichen. Konkret werde ich also einen Integer-Wert über dieses POTI hier einstellen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, den eingestellten Wert anzuzeigen. Eine offensichtliche ist, den Wert auf dem LC-Display darzustellen. Eine zweite Möglichkeit wäre, den Integer-Wert in Wertebereiche aufzuteilen und nur die Wertebereiche auf diesen vier LEDs darzustellen. Jede dieser Anzeigen soll durch einen eigenen Funktionsbaustein realisiert werden. Aber jetzt kommt das Wichtige. Unabhängig von der konkreten Anzeigeform soll die Verwendung der FBs immer identisch sein. Das heißt, die Methoden und Eigenschaften, über die das Verhalten des FBs gesteuert werden, sollen zumindest von außen gleich sein. So, was bedeutet das für mein Beispiel hier? Die Anzeige soll aktiviert und deaktiviert oder ein- bzw. ausgeschaltet werden können, und zwar über die Methoden on und off. Der anzuzeigende Wert soll dem FB über eine Eigenschaft pValue übergeben werden, wobei die Eigenschaft aber nur einen Set-Zugriff hat. Und um den eingestellten Wert anzuzeigen, soll es eine Methode show geben. Darüber hinaus möchte ich in dem FB noch einen Testmodus vorsehen, mit dem ein einfacher Test der Anzeige gemacht werden soll. Dieser Test soll über eine Methode test aufgerufen werden, die als Übergabeparameter die Dauer bekommt, für die dieser Testmodus aktiv sein soll. Nach Ablauf der Dauer schaltet die Anzeige dann in den normalen Anzeigemodus zurück. Um abzufragen, ob der Testmodus aktiv ist, soll es dann noch die Eigenschaft pTestIsActive geben, auf die aber nur Lesen zugegriffen werden soll. So, mit diesen Methoden und Eigenschaften habe ich also spezifiziert, wie ein Anzeige-FB unabhängig von der konkreten Darstellung des Integer-Wertes genutzt werden soll. Und, wie ich euch gleich noch zeigen werde, kann diese Spezifikation durch ein Interface formal beschrieben werden. Jeder Funktionsbaustein zur Anzeige eines Integer-Wertes, der also gemäß meiner Spezifikation genutzt werden soll, muss dann also zwangsläufig die in dem Interface festgelegten Methoden und Eigenschaften implementieren. Der echte Nutzen dabei ist, dass jedes Programm, das einen solchen Anzeige-FB nutzt, sich darauf verlassen kann, dass der FB die in dem Interface spezifizierten Methoden und Eigenschaften anbietet. Und damit sind innerhalb des Programms die Anzeige-FBs komplett austauschbar. So, das, was ich euch bis hierhin nur im Schaubild erklärt habe, werde ich jetzt Schritt für Schritt praktisch umsetzen. Erstens werde ich gleich das Interface anlegen, zweitens dann zwei FBs erzeugen zur Darstellung eines Integer-Wertes auf dem LC-Display bzw. auf der LED-Anzeige, die jeweils das Interface implementieren, und drittens werde ich ein Main-Programm schreiben, in dem die Anzeige umschaltbar ist. Das Interface lege ich nun im Ordner PUUs an. Und dazu klicke ich mit Rechtsklick auf diesen Ordner und wähle dann Hinzufügen Schnittstelle. Dann öffnet sich dieser Dialog hier und da drin muss ich der Schnittstelle einen Namen vergeben und die nenne ich hier iDisplayInt. Hier unten seht ihr, dass neue Schnittstellen in einer Vererbungshierarchie andere Schnittstellen erweitern können. Darauf gehe ich hier aber nicht weiter ein und ich erstelle die Schnittstelle dann, indem ich auf Öffnen klicke. Dann wird im Ordner POUs also das Interface angelegt, das aber noch leer ist. Wie bei normalen FBs kann ich jetzt diesem Objekt Methoden und Eigenschaften hinzufügen. Als erstes füge ich nun die Methode on hinzu. In diesem Dialog seht ihr jetzt, dass ich beim Anlegen einer Methode nur den Namen und den Rückgabetyp festlegen kann. Ich habe jetzt aber keine Möglichkeit, die Implementierungssprache oder den Zugriffsspezifizierer anzugeben, wie das beim Anlegen von Methoden bei Funktionsbausteinen angeboten wird. Das liegt daran, dass erstens Methoden in einem Interface nur deklariert, aber nicht implementiert werden und deswegen logischerweise auch keine Implementierungssprache angegeben werden muss.
Und zweitens sind alle in einem Interface spezifizierten Methoden und Eigenschaften public. Weil also andere Zugriffsspezifizierer nicht erlaubt sind, gibt es hier auch keine Auswahl. So, die Methode on soll keinen Rückgabewert liefern, daher lasse ich dieses Feld leer und lege dann die Deklaration dieser Methode an, indem ich hier auf Öffnen klicke. So, der Inhalt dieser Deklaration sieht also so aus. Es gibt nur diesen Deklarationsteil und keinen Anweisungsteil. In diesem Bereich hier könnt ihr nur Eingangsvariablen, Ausgangsvariablen und Ein-Ausgangsvariablen anlegen. Interne Variablen, also einen Block var, entvar, darf es hier nicht geben. So, auf dieselbe Weise lege ich jetzt noch alle anderen Methoden und Eigenschaften des Interfaces an, die ich zuvor spezifiziert habe. Und hier seht ihr jetzt jeweils deren Deklarationsteile. Okay, damit habe ich also meine Spezifikation für die Anzeige FBs in Form dieses Interfaces vollständig beschrieben. Im nächsten Schritt werde ich nun einen FB anlegen zur Anzeige eines Integerwertes auf dem LC-Display, der dieses Interface implementieren soll. Und dazu füge ich hier einen neuen FB hinzu mit dem Namen FBIntToLCD. In diesem Dialog wähle ich die Option Implementiert und gebe dabei den Namen des Interfaces iDisplayInt an. So, wenn ich jetzt auf Öffnen klicke, wird also dieser FB angelegt. Und hier im Deklarationsteil des FBs seht ihr dann die Auswirkung der Option, die ich gerade gewählt habe. Hier steht nämlich hinter dem FB-Namen das Schlüsselwort Implements und dahinter der Name des angegebenen Interfaces. Wenn ihr jetzt in den Projektmap Explorer schaut, seht ihr, dass zu dem FB automatisch alle Methoden und Eigenschaften hinzugefügt wurden, die in dem Interface iDisplayInt angegeben sind, die aber natürlich alle noch leer sind. Der FB muss jetzt also mit Inhalten gefüllt werden und dabei starte ich zunächst einmal mit dem Deklarationsteil des FBs. Das LC-Display, das zur Anzeige genutzt werden soll, erwartet einen Integer-Wert. Diese Variable, die später mit dem Signal des LC-Displays verknüpft wird, übergebe ich dem FB per Referenz nVal2Display. Dann brauche ich gleich noch ein paar interne Variablen. Zunächst einmal den Integer nValueInternal und das ist die Variable, auf die die Eigenschaft nValue zugreift. BeActive ist die Variable, in der ich speichere, ob die Anzeige aktiv oder inaktiv ist. Und solange der Testmodus eingeschaltet ist, soll die Anzeige inaktiv geschaltet werden, was einfach bedeutet, dass die Übergabe von Integerwerten an den FB eingefroren wird. Um nach dem Test BeActive wieder den Wert zuzuweisen, den es vor dem Test hatte, brauche ich dann noch diese Merkervariable BeActiveTemp. Da der Test ja zeitgesteuert ist, brauche ich dann noch einen Zeitgeber und dazu nutze ich hier ein Ton FBWaitTest. Und BeTest ist das Flag, das angibt, ob der Test gerade aktiv ist und diese Variable ist verknüpft mit der Eigenschaft PTestIsActive. So, dann komme ich jetzt zunächst einmal zur Implementierung der Methoden on, off und show. Die Methode on soll nur die Variable BeActive auf true setzen. Durch Aufruf von off soll BeActive auf false gesetzt werden und zudem setze ich dann noch die Variablen nValueInternal und nVal2Display auf 0. In der Methode show soll lediglich der intern gespeicherte Integerwert an nVal2Display übergeben werden. So, und um jetzt die Variable nValueInternal von außen setzen zu können, muss ich noch die set-Methode der Eigenschaft pValue implementieren. Und dabei beschränke ich also die Möglichkeit, neue Werte zu übergeben, auf den Zustand, in dem der FB aktiv geschaltet ist. So, damit ist also die Übergabe und Anzeige von Werten auf einem LC-Display schon möglich. Jetzt ergänze ich noch Funktionen zum Testen der Anzeige. Dabei soll auf dem LC-Display die Zahl 8,88 angezeigt werden, womit geprüft werden kann, ob alle Segmente der Anzeige fehlerfrei sind. In der Methode Test soll der Timer zunächst gestartet werden mit der übergebenen Dauer T-Dur. Dann wird der auszugebende Wert auf 28.960 gesetzt, was bei der Skalierung auf dem LC-Display eben 8,88 bedeutet. Und dann wird der aktuelle Wert von BeActive zwischengespeichert und BeActive wird auf False gesetzt. Im Anweisungsteil des FBs wird dann der Timer aufgerufen und wenn dieser abgelaufen ist, wird BeActive auf den vorherigen Wert gesetzt und falls der FB jetzt wieder inaktiv geschaltet ist, soll der auszugebende Wert 0 sein.
Und anschließend wird dann noch der Timer zurückgesetzt. So, und die Get-Methode der Eigenschaft pTestisActive gibt dann den Wert des In-Signals des Timers zurück, das also nur dann true ist, wenn der Test läuft. So, damit ist die Implementierung des FBs zur Anzeige eines Wertes auf dem LC-Display abgeschlossen und damit komme ich dann zum Test dieses FBs. Das Programm zum Testen seht ihr hier. BS10 ist mit dem Taster verbunden, über den ich die Anzeige ein- und ausschalten werde. BS14 ist mit dem Taster verbunden, über den ich die Testanzeige aktiviere. NValue ist mit dem PoTRL verknüpft und P10 ist der Wert, der auf dem LC-Display ausgegeben wird. Und BTestLED ist eine LED, die leuchten soll, wenn der Test aktiv ist. So, dann instanziere ich hier noch den FBIntoLCD und ein paar Flankenerkennungen. Im Programm lege ich zunächst die Signale der Taster auf die Flankenerkennung und ich rufe den FB zur LCD-Anzeige auf, wobei ich das Signal P10 übergebe, das ja eben mit dem LC-Display verknüpft ist. Im restlichen Teil des Programms nutze ich dann die Methoden und Eigenschaften, die in dem Interface spezifiziert sind. Zunächst weise ich den Wert des POTIs der Eigenschaft pValue zu. Wenn S10 eine steigende Flanke hat, wird die Anzeige aktiviert über die Methode on und bei fallender Flanke von S10 wird über die Methode off der Anzeigewert auf 0 gesetzt und eingefroren. Bei steigender Flanke von S14 wird der Test gestartet für eine Dauer von 3 Sekunden und dann wird hier noch mit der Methode show die Anzeige aktualisiert und falls ein Test läuft, wird hier noch die LED über S14 angeschaltet. So, und in der Demo seht ihr jetzt die korrekte Funktionsweise des FBs. Zunächst schalte ich die Anzeige ein und dann kann ich hier mit dem POTI den Wert im Bereich von 0 bis 10 verändern. Wenn ich die Anzeige deaktiviere, bleibt die Anzeige auf 0 stehen, unabhängig von der Einstellung am POTI. Und nach erneuter Aktivierung wird wieder der korrekte Wert angezeigt. So, und wenn ich dann den Taster S14 drücke, erscheint für eine Dauer von 3 Sekunden der Wert 8,88 und anschließend zeigt das Display wieder den zuvor eingestellten Wert an. Auf die gleiche Weise implementiere ich jetzt noch einen zweiten FB mit dem Bezeichner FBIntoLED, der dazu genutzt werden soll, einen Int-Wert quantisiert auf 4 LEDs darzustellen. Da dieser zweite FB in der Implementierung sehr ähnlich zu dem vorherigen ist, gehe ich jetzt nur kurz auf die Unterschiede ein. Im Deklarationsteil ändert sich nur die Input-Variable. Dies ist jetzt eine Referenz auf ein Array von Bool-Variablen, die gleich mit den LEDs an meinem Rack verknüpft sind. Die Methode on ist identisch zur vorherigen Implementierung. In der Methode off wird wie zuvor die Anzeige deaktiviert und der interne Integer-Wert auf 0 gesetzt und dann werden noch alle LEDs der Anzeige ausgeschaltet. In der Methode show passiert dann die Ansteuerung der LEDs. Die erste LED wird angeschaltet, wenn der eingestellte Integer-Wert größer als 5 ist. Die zweite wird dann zusätzlich eingeschaltet, wenn der Wert größer als 8192 ist und so weiter. In der Methode test wird dann der interne Wert auf 32.767, also dem maximalen Integer-Wert gesetzt, womit alle LEDs angeschaltet werden. Die restlichen Implementierungen in dieser Methode und in den Eigenschaften bleibt dann identisch zu denen des vorherigen FBs. So, in meinem Testprogramm ergänze ich nun nur noch ein Bool-Array, wobei die einzelnen Variablen darin mit den LEDs am Rack verknüpft sind. Und statt dem FBIntoLCD instanziere ich nun den neuen FBIntoLED. Und beim Aufruf dieses FBs übergebe ich dann das Bool-Array. Der Rest des Programms bleibt komplett identisch, das heißt, dass insbesondere die Ansteuerung des FBs zur Anzeige genauso läuft wie im vorherigen Fall. Und hier seht ihr jetzt die Demo des zweiten FBs. Ich schalte erst wieder die Anzeige ein und dann kann ich hier mit dem POTI den Wert verändern, der quantisiert auf den 4 LEDs angezeigt wird. Wenn ich die Anzeige deaktiviere, gehen alle LEDs aus, unabhängig von der Einstellung am POTI und nach erneuter Aktivierung werden die LEDs wieder entsprechend angesteuert. So, und wenn ich dann den Taster S14 drücke, werden für eine Dauer von 3 Sekunden alle LEDs eingeschaltet und anschließend zeigt das Display wieder den zuvor eingestellten Wert an. Okay, in der Form, wie ich die entwickelten FBs im Main-Programm nutze, hätte ich ein Interface tatsächlich nicht benötigt. Der Nutzen des Interfaces wird erst dann richtig deutlich, wenn ich die Anzeige zur Laufzeit umschaltbar mache und dazu komme ich jetzt.
In meinem Programm instanziere ich jetzt beide Anzeige-FBEs, also int2led und int2lcd. Und die rufe ich auch im Anweisungsteil unten genauso auf wie in den beiden Beispielen zuvor. Und dabei setze ich auch die Referenz auf die jeweilige Variable zur Darstellung des Integerwertes. Zudem deklariere ich jetzt noch eine Variable iDisplay vom Typ des Interfaces. Und das ist jetzt wirklich außergewöhnlich, denn zu Beginn meiner Erklärung habe ich ja gesagt, dass ein Interface nicht instanziiert werden kann. Diese Syntax ist jetzt so zu verstehen, dass iDisplay keine Instanz des Interfaces ist, sondern eine Referenz auf einen FB, der dieses Interface implementiert. So, und da eine Referenz immer auf ein gültiges Objekt verweisen muss, initialisiere ich diese Referenz mit dem FB int2led. Da ja aber beide FBs, also int2led wie auch int2lcd, das Interface implementieren, könnte ich iDisplay auch die Referenz auf FB int2lcd zuweisen. Und genau diese Möglichkeit, in iDisplay Referenzen auf unterschiedliche FBs zu speichern und über diese Referenz dann auf die Methoden und Eigenschaften der FBs zuzugreifen, nutze ich dann für die umschaltbare Anzeige. Nehmt mal zunächst an, dass in iDisplay die Referenz auf den FB int2led gespeichert ist. Wenn dann hier mit dem Trigger eine steigende Flanke an S10 erkannt wird, soll die Anzeige auf das LC-Display umgeschaltet werden. Noch ist aber in iDisplay die Referenz auf FB int2led gespeichert. Mit dem Methodenaufruf off wird hier also die LED-Anzeige deaktiviert und dann wird die Referenz auf die neue Anzeige, also auf FB int2lcd gesetzt. Und wenn ich dann eine Methode auf iDisplay anwende, bezieht sich das eben auf den FB int2lcd. Das heißt, hier wird also die LCD-Anzeige aktiviert. Hier unten wird dann der neue Integerwert an die aktuell angewählte Anzeige übergeben, die Anzeige aktualisiert und gegebenenfalls die Test-LED eingeschaltet. Okay, nehmt jetzt nochmal an, dass iDisplay die Referenz auf FB int2lcd speichert und wenn dann hier eine fallende Flanke an S10 detektiert wird, soll die Anzeige auf die LEDs umgeschaltet werden. Dann wird hier also auch wieder die alte Anzeige ausgeschaltet, die neue Referenz auf den FB int2LED gesetzt und die neue Anzeige dann aktiviert. So, in dieser Demo seht ihr dann, dass zunächst die LED-Anzeige eingeschaltet ist. Und hier kann ich wieder den Wert verändern und im Testmodus alle LEDs einschalten. Und wenn ich dann den Schalter S10 in die obere Stellung bringe, wird die LED-Anzeige ausgeschaltet und die Anzeige auf dem LC-Display eingeschaltet. Wenn ich jetzt am Poti drehe, wirkt sich das natürlich nur auf die Anzeige im Display aus. Und bei Betätigung des Tasters S14 wird der Test des LC-Displays aktiviert. In diesem Beispiel habe ich euch gezeigt, dass ein Interface zunächst einmal als eine Spezifikation für die äußere Form von Funktionsbausteinen verstanden werden kann, in der festgelegt ist, welche öffentlichen Methoden und Eigenschaften ein FB anbieten muss, der das Interface implementiert. Ein Interface ist aber mehr als nur eine Spezifikation, denn wie ihr im letzten Programmbeispiel gesehen habt, könnt ihr auch Variablen vom Typ des Interfaces anlegen. Und diese Variablen speichern Referenzen. Das Besondere dabei ist, dass ihr diesen Variablen Referenzen auf Funktionsbausteine von unterschiedlichen Datentypen zuweisen könnt, nämlich auf all jene FBs, die das Interface implementieren. Die Variable vom Typ des Interfaces tritt also in verschiedenen Gestalten auf. Und das ist genau das Konzept der Polymorphie, das ich euch in einem vorherigen Video in dieser Reihe schon erklärt habe.